Vielen Dank für eure Geduld. Es ist ein bisschen hektisch. Meine Ankunft hier war ein bisschen sehr eng gestrickt. Tut mir sehr leid. Aber vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich selbst und die Snowden-Flüchtlinge und Herr Snowden, der es wirklich schätzt, dass ihr hier seid und zuschaut und dass ihr meine Mandanten unterstützt. Sehr kurz, falls es noch Leute gibt, die die Geschichte kennenlernen müssen. Ich traf ihn im Juni 2013 in Hongkong und das war die Zeit, als er die global bedeutsamen Enthüllungen machte über das Massenüberwachungsprogramm. Und es war in dieser Zeit, dass ich Herrn Snowden in Hongkong repräsentierte und auch danach. Und ich war zur gleichen Zeit Repräsentant, dass ich bat vier sehr unglaublich mutige Erwachsene, hier eine Gewissensentscheidung zu machen und einen Schutz bereitzustellen für Herrn Snowden aus Mitgefühl, aus Humanität. Und um sie hier kurz noch einmal vorzustellen, Vanessa rechts, wenn ihr euch den Schirm anschaut, aus den Philippinen, rechts von ihr, zu ihrer Linken Ajit, ein Militärdeserteur aus Sri Lanka, Nadika aus Sri Lanka und ganz links Supun aus Sri Lanka und die drei Kinder von unten von links. Dort haben wir Kiana, neben ihr ihre Stiefschwester Setumdi und Supun trägt einen kleinen Jungen Dinath. Was ich jetzt heute machen möchte, ist, bevor es eine kurze Aktualisierung des Status von diesen Flüchtlingen geht, ich werde durch die Rechtslage gehen und ich denke, es geht hier um eine solche Marginalisierung und Dämonisierung und Verwirrung, aber was Flüchtlinge eigentlich sind und was es eigentlich erfordert, als Flüchtling anerkannt zu werden. Deswegen gehe ich durch einige internationale Rechtsregeln, durch Völkerrechtsregeln. Und ich werde auch erzählen, was global passiert. Und wir sind hier wirklich in einer Krise, global meiner Ansicht nach. Es gibt autoritäre Regierungen, die ignorieren, was die Verfassungen vorschreiben. Sie verletzen die Verfassungen, sie verstoßen krass gegen Völkerrecht. Und hier die Schlüsselvereinbarungen, die international Menschenrechte schützen, die Universelle Menschenrechtsdeklaration, die Konvention gegen Folter, die Konvention über den Status von Flüchtlingen und das Protokoll. Ich erwähne hier auch das Rom-Statut des Internationalen Gerichtshofs. Dieser Gerichtshof ist tatsächlich jetzt, wird angegriffen von Staaten in der ganzen Welt. Und ich erwähne hier auch internationale Rechtspraxis, wo internationale Normen durch Rechtspraxis so durchdringend werden, dass Länder nicht mehr hier unterschreiben müssen, um Teil dieser Regeln zu werden. Das ist einfach Teil der Rechtspraxis, der Rechtsprechung. Und das Kerndokument, über das ich hier reden möchte, ist die Flüchtlingskonvention und Artikel 33. Abschnitt 1 ist der Kern des Flüchtlingsschutzes und er sagt, dass kein Staat ausweisen oder zurückschicken oder im Fachbegriff refoul einen Flüchtling ausweisen oder zurückweisen soll, wenn Leben oder Freiheit bedroht sind. Und das enthält auch ernsthafte körperliche Bedrohung, ernsthaften körperlichen Schaden. Es gibt fünf grundlegende Gründe, um diesen Status zu begründen. Rasse, Religion, Nationalität, politische Meinung, soziale Gruppe. Das ist die fünfte und das ist keine völlig abgeschlossene Kategorie. Die hat eine gewisse Öffnung.
weil wir im Laufe der Zeit verschiedene Krisen erkennen, die verschiedene soziale Gruppen betreffen, die vielleicht nicht in die vier klassischen Kategorien fallen. Um also nur kurz den Artikel 33 zu interpretieren. Freiheit und Leben enthält auch schweren körperlichen Schaden. Wenn also ein Asylsuchender, eine Asylsuchende eine Grenze überquert, müssen sie nicht beweisen, dass sie bedroht werden oder große körperliche Schäden befürchten müssen, bevor sie ihr Rechtsprechungsgebiet verlassen müssen. Diese Person muss zeigen, dass sie nicht in der Lage oder nicht willens sind, von der Polizei Hilfe zu suchen in ihrem Land. Und das ist offen der Fall. Das ist oft der Fall, weil es Korruption gibt, weil der Staat selbst Teil der Verfolgung ist. Ich fokussiere jetzt mal, ich konzentriere mich jetzt mal auf politische Meinung. Politische Meinung kann durch Worte ausgedrückt werden, durch physische Aktionen, durch das Zusammentreffen mit anderen an einem Ort. Die politische Meinung hängt zusammen mit dem Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit. Und wie das ausgedrückt ist, es geht nicht nur um das Recht, etwas zu sagen. Es geht auch um das Recht, Informationen zu erhalten, präsent zu sein, zu berichten. Und die Freiheit der Meinungsäußerung kann zusammenhängen mit der Freiheit der Versammlung, der Mobilität. Viele missverstehen, dass Verfolgung aufgrund der politischen Überzeugung ausgeht von der Meinung der verfolgenden Person. Die Konvention sagt sehr deutlich, dass es die Meinung der Verfolgenden ist, die zählt. Ich hatte also zum Beispiel Mandanten aus Südasien, zum Beispiel einen Bauer, der keine besondere politische Meinung hatte, der einfach nur an einer Straßenecke stand, als eine Demonstration stattfand. Und es war ihm nicht klar, dass politische Gegner des Staates neben ihm standen. Und die Mächte des Staates sahen meinen Mandanten und schlossen daraus, dass er ein Unterstützer der Opposition sein musste. Sie brannten sein Haus nieder, zerstörten die Farm und bedrohten sein Leben. Also der rechtliche Test ist die Meinung oder die Wahrnehmung der verfolgenden Institution. Jetzt würde ich gerne noch einmal über diese Kategorie der sozialen Gruppe sprechen, denn das ist sehr wichtig für meine Mandanten und auch für die Snowden Refugees. Diese soziale Gruppe definiert eine Gruppe von Menschen, die sich durch gemeinsame Eigenschaften miteinander verbinden oder die von der Gesellschaft als zusammengehörige Gruppe wahrgenommen werden. Diese Eigenschaften sind normalerweise historisch definiert und gehören grundlegend zur Identität einer Person. Und wenn diese Information nicht veränderbar ist, weil das eben fundamentaler Teil ihrer Identität ist, diese Eigenschaften sollten sich nicht verändern können, denn sie gehören zu der Person. Und zu dieser Gruppe Personen gehören die Snowden Refugees. Denn sie haben in Hongkong eine Gruppe geformt, dadurch, dass sie Snowden beschützt haben. Und sie setzen sich aus Individuen zusammen, die Whistleblower beschützen. Das ist die soziale Kategorie. Dann möchte ich noch betonen, wenn wir über Whistleblower und die öffentliche Unterstützung von Whistleblowern und Journalisten sprechen, die ihre Pflichten wahrnehmen, die darüber berichten, was Whistleblower enthüllen möchten. Da gibt es noch nicht genug legale und auch öffentliche Wahrnehmung. Normale Menschen,
könnten jederzeit zu dieser Gruppe gehören und sie können jederzeit eine Entscheidung treffen, die sie zu einem Whistleblower macht oder zu einem Unterstützer. Und in der Konvention gegen Folter der UN, da sind keine Umstände drin, dann möchte ich auch noch die zivile und politische Rechtskonvention erwähnen. Und da gibt es drei grundlegende Rechte. Das ist das Recht auf Leben. Und das Recht auf Leben darf niemandem willkürlich genommen werden. Auch Folter wird hier wieder aufgegriffen, aber auch unfaire und unmenschliche Bestrafung. Und niemand sollte dieser Bestrafung unterliegen. Und dann geht es auch noch um die willkürliche Festnahme. Das ist etwas, was wir heute sehr oft sehen. Es gibt viele Länder weltweit, in der die Regierung korrupt ist und mangelnde Freiheiten aufweisen und in denen Menschen verschwinden können oder zum Schweigen gebracht werden können. Dann muss ich auch noch etwas aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erwähnen. Und zwar in Artikel 31, da steht, dass jeder Flüchtling ein Recht hat, Staatsgrenzen zu übertreten, wenn sie körperlichen Schaden befürchten müssen. Und leider ist unsere Welt in einem Zustand, wo echte und auch virtuelle Wände, Mauern errichtet werden. Und da sollten Staaten dafür aufstehen, Menschen zu beschützen. Und legale Flüchtlinge werden oft stigmatisiert und illegitimisiert. Und wir sehen leider heutzutage eine Erosion, einen Abfall dieser Schutzstati für Flüchtlinge. Denn es gibt eine strategische Abweisung von Flüchtlingen. Zum Beispiel in Hongkong werden Flüchtlinge von der Regierung abgewiesen. Und es wird ihnen das Recht genommen, in ihren Schutzstatus zu behalten. Denn viele dieser Menschen sind in ihrem Leben und in ihrer Freiheit bedroht. Und die Hongkonger Regierung zum Beispiel bietet keinen entsprechenden Schutz und diese Flüchtlinge werden verfolgt. Sie werden auch daran gehindert, zu arbeiten. Diese Menschen können also kein Geld verdienen und sie können auch nicht an der Gesellschaft teilhaben. Und irgendwann beschließen sie eben deshalb, wieder zu gehen. Und somit werden ihre grundlegenden Rechte verletzt und sie werden aus den Ländern quasi ausgewiesen. Man sieht diesen globalen Trend dieser Kriminalisierung und ähnliche Politiken und Propagandainstrumente haben wir auch in Österreich, Dänemark und Ungarn gesehen. Dort sind auch viele Flüchtlinge beim Überqueren des Mittelmeers gestorben. Und darunter sind auch Kinder, die von ihren Familien getrennt wurden und die in Haftzentren festgehalten wurden. Manchmal wurde ihnen keine Zahnpasta, keine Seife, keine Decken zugestanden. Kinder sind in diesen Einrichtungen gestorben. Und auch in Hongkong haben solche Menschenrechtsverletzungen stattgefunden. Die Immigrationsbehörden haben falsche Adressen ausgegeben, sodass die
betroffenen Menschen keine Nachrichten von ihren Regierungen empfangen konnten. Und Asylanten haben in Hongkong versucht, sich für diesen Schutz anzumelden und aufgrund von Folter zum Beispiel. Und da waren dann Sicherheitsbeamte da, die diese Menschen abgewiesen haben, die gar nicht zu der Behörde gehörten. Und viele meiner Mandanten haben mir erzählt, dass sie die richtigen Worte nicht finden, wenn man so unter Bedrohung steht. Und das sind sehr verletzliche Gruppen. Ich möchte auch Thailand erwähnen. Im Zusammenhang mit der Behandlung von Asylsuchenden, denn auch da haben Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattgefunden. Dann möchte ich noch hier etwas vorlesen, das kommt aus vom Hochkommissar der für Menschenrechte. Wir müssen nicht nur Mandelas Größe anerkennen, sondern auch andere Politiker, die sich weltweit einen Namen machen. Und sie möchten ihre politischen Ambitionen durchsetzen. Manche machen das mehr und manche weniger. Und leider leiden darunter unschuldige Menschen. Und der Hochkommissar sagt weiter, ich sage Ihnen, Sie können sich diese Macht zwar nehmen und daran festhalten und Sie können sich dafür beglückwünschen und denken, dass Sie so schlau sind, aber Sie haben doch nur vorherige Generationen von politischen Führern kopiert, die auch gefallen sind. Und auch ihr werdet diesen Ruf haben. Nie werdet ihr die Führer sein, die ihr sein wollt. Und ihr werdet nie nahe kommen an Mandela. Und um sich Respekt zu verdienen weltweit, dann muss man sich der Menschenrechtskonvention anschließen. Hongkong erkennt diese nicht an. Hongkong erkennt den Flüchtlingsstatus nicht entsprechend ihrer an. Michelle Bachelet, momentane Hochkommissarin, hat gesagt, dass dieser Bericht zeigt, was die Staaten tun, um für die Menschenrechte einzustehen, wo sie sehr bedroht sind. Da gibt es zum Beispiel technische Entwicklungen, die Beseitigung von strukturellen wirtschaftlichen Ungleichheiten, auch von Xenophobie. Sie hat auch hervorgehoben, dass diese Ungleichheiten weiter bestehen und es gibt da verschiedene Fälle. Und da gibt es Gewaltanwendung. Menschen protestieren und sie protestieren gegen ihre politischen Machthaber und gegen das Verhalten ihrer Regierungen. Und am besten habe ich das so beschreiben können, die autoritären Machthaber haben die Kontrolle verloren. Sie haben sich von ihrer Bevölkerung völlig abgetrennt. Vor kurzem erst hat Frau Bachelet über globale Proteste gesprochen. Sie hat gesagt, ich fürchte, dass wir uns immer weiter wegbewegen von Lösungen für diese globalen Probleme. Und wir haben heute eine politische Situation, wo wir sehr viel Unzufriedenheit und sehr viele Proteste sehen und sehr viel Unterdrückung dieser Proteste, die von staatlichen Akteuren kommt, in vielen Regionen. Und dazu gehört auch Hongkong.
sehen wir dringenden Redebedarf. Denn es wird Gewalt gegen Menschen angewendet, die anderer Meinung sind. Und es wird ihnen das Recht genommen, sich zu versammeln und ihre Meinung auszudrücken. Vor allem geht es darum, dass sie keinen Platz zum Reden haben. Es gibt also eine globale Krise. Und ich dachte, ich würde einige greifbare Beispiele geben hier mit Fällen, mit denen ich zu tun habe. Narendra Modi, seine Plattform war der hinduistische Nationalismus auf Kosten der Minderheiten dort, ethnische und religiöse Minderheiten und speziell der muslimischen Bevölkerung. Und was Modi getan hat, und das ist ein Faden, der sich durchzieht durch das, was in anderen Bereichen geschieht, auch Hongkong. Wenn es Nationalismus gibt und Minderheiten ins Visier genommen werden und diskriminiert werden, dann gibt es Dritte im Privatsektor, die vielleicht mit Politikern verbunden sind, die handeln dann selbstständig. Und wenn der Staat dies zulässt, dann nennen wir das staatliches Einverständnis. Und das ist das, was wir in Indien beobachten. Vor kurzem gab es 1,9 Millionen Menschen, die ihre Staatsbürgerschaft entzogen bekamen im Bundesstaat Assam, ein willkürlicher Akt der Modi-Regierung. Und in der mit Stand der letzten Woche gab es ein neues Gesetz, das die Staatsbürgerschaft Hindus, Buddhisten und Christen aus drei anderen Ländern anbietet, aber Muslime ausschließt. Und es schließt außerdem die sri lankischen Tamilen aus. Und es gibt eine riesige Anzahl von Flüchtlingen, die aus Sri Lanka geflüchtet sind. Und was Modi getan hat, ist in Verletzung von Artikel 15 bis 28 das Verbot der Diskriminierung auf Grundlage von Religion, Rasse und Geburtsort. Und was Modi getan hat, wird in der gesamten Welt angewendet. Die Verwaltungen, die Gesetzgebungen setzen verfassungswidrige Gesetze in Kraft und es dauert Jahre, bis die Gerichte diese Regeln außer Kraft setzen. Aber in diesem Abschnitt werden diese Leute diskriminiert, verfolgt und sie leiden und müssen oft ihre Heimat verlassen, ihr Land verlassen oder sie werden verletzt oder getötet. Und dies ist ein anderer Weg, in der demokratisch gewählte politische Führungen das System missbrauchen, um verfassungsgemäße Rechte zu entfernen. In Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, der Präsident, ihm werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er wurde aber als Präsident gewählt, außerordentlicherweise, erstaunlicherweise, in Sri Lanka. Von 1987 bis 1990 war er der befehlshabende Offizier in dem Maltale-Bezirk, wo Massengräber gefunden worden sind. 2009 wurden ihm Kriegsverbrechen vorgeworfen, die am Ende des Bürgerkriegs stattgefunden haben. Massentötungen, direkte Bombardierungen von Zivilisten, Massenerschießungen. Und die Plattform von Rajapaksa war auf der Grundlage von Ethnizität und Nationalismus. In den Philippinen. Duterte kam 2016 an die Macht und seine Plattform war, dass er unrechtliche Tötungen massenhaft durchführen würde. Er war Bürgermeister von Davao, einer Stadt in den Philippinen. Und im Juni 2016, als er die Macht ergriff als Präsident, tat er genau das. Es wurden mehr als 20.000 Philippinen getötet. Nichtregierungsorganisationen und MenschenrechtsaktivistInnen wurden bedroht. Ethnische Minderheiten, katholische Kirche und sogar Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen. Und Duterte wurde tatsächlich gefilmt und wurde im Fernsehen gezeigt, dass in seinem Wahlkampf tatsächlich Menschenrechtsverbrechen begangen hat. Er hat gesagt, wenn Deutschland Hitler gehabt hätte,
dann hätten die vielen Philippinen, und hier legt er eine Pause ein, Hitler massakrierte 3 Millionen Juden, es gibt 3 Millionen Drogensüchtige, die gibt es. Ich würde sie gerne schlachten, abschlachten. Ein Jahr später beglückwünschte Präsident Trump Rodrigo Duterte zu seinem Drogenkrieg. Die UN-Spezialberichterstatterin über die Rechte von indigenen Völkern möchte, dass diese Regierung als Terrorist beschrieben wird. Wenn eine Regierung eine Liste aufstellt, und das ist in den Philippinen passiert, dann nehmen private Akteure das Recht in die Hand und führen diese Tötungen aus. Es gab Beschwerden vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und die Sonderberichterstatterin über außerrechtliche Tötungen wurde bedroht von Duterte und auch die UN-Sonderberichterstatterin. Insbesondere hat der Strafverfolger des Internationalen Strafgerichtshofs wurde auch bedroht. Es wurde gesagt, dass sie angegriffen und getötet würde und den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen werden würde. Die Philippinen haben sich vom Internationalen Strafgerichtshof zurückgezogen, aber das ist immer noch kein Schutz für Präsident Duterte. Duterte hat vielleicht Kriegsverbrechen verübt, ich habe einige benannt, insbesondere den Aufruf, Verbrechen an Frauen auszuüben. Und China, die Volksrepublik China, hat Duterte unterstützt und haben ihre eigenen Befugnisse in dem Internationalen Strafgerichtshof eingesetzt, um eine Strafverfolgung von Duterte zu verhindern. Und dies ist ein weiteres Beispiel, wie Staaten die Rechte, das Volksrecht verletzen, sich darin einmischen und die Befolgung nutzlos machen. In China haben wir noch ein sehr dringendes Beispiel mit Muslimen. Und da gab es Zeugen, und die wurden willkürlich festgenommen, die sind quasi verschwunden in der Xinjiang-Provinz. Dann möchte ich noch Hongkong erwähnen, ganz kurz. In Hongkong gibt es eine Geschichte der Verletzung seiner eigenen Verfassung und der internationalen Gesetze. Es gab keine rechtsmäßigen Prozesse und Menschen wurden ausgeliefert. Und deshalb hatte ich sehr große Angst um Herrn Snowden, als er sich in Hongkong befand. Denn ich konnte nicht garantieren, dass Hongkong sich an das internationale Gesetz hält und an die Menschenrechtskonventionen. Zum Beispiel wurde Ken Zhang gefesselt und gefoltert, und das wurde sogar gefilmt. Und die Straftäter wurden zwar verhaftet, aber sie wurden nicht verfolgt. Und das wurde mit dem jüdischen Holocaust auch verglichen. 2018 ist Ray Wong aus Hongkong geflohen und hat von Deutschland Flüchtlingsstatus bekommen. Das war der richtige Schritt auf Seiten von Deutschland, aber natürlich hat das Aufregung in Hongkong und in China gegeben darüber. Und es gibt weiterhin willkürliche Festnahmen und
grausame Bestrafungen, es gibt Vergewaltigungen und Folter durch die Polizei und es gibt unrechtsmäßige Tötungen. Das überspringe ich jetzt. Ich habe immer noch Mandanten in Hongkong und im März diesen Jahres sind Vanessa Rodal und ihre Tochter sicher in Kanada angekommen. Sie haben Flüchtlingsstatus erhalten. Dafür habe ich 7,5 Jahre gekämpft. Und es gibt nur eine Sache darüber zu sagen. So viele Menschen haben so viel aufgegeben und so viele Menschen haben gesagt, das wird nie, das dauert viel zu lang. Und ich habe daran geglaubt, dass wir das können und wir haben es geschafft. Kiana, sie ist hier auf dem Foto zu sehen. Das ist Kiana auf dem Schoß ihres Vaters. Ihr Vater befindet sich noch immer mit ihrem Bruder und ihrer Schwester in Hongkong. Wir möchten gerne sehen, dass diese Familie in Kanada vereint wird. Und wir möchten, dass Kanada so schnell wie möglich in dieser Sache handelt. Kiana hat eine Schwester. Und die wünscht sich sehnlich, mit Kiana wieder zusammenzukommen in Montreal. Und mit diesen Rechtsverletzungen durch die Polizei ist sie in Gefahr. Die ganze Familie lebt in Angst und sie werden durch die Rechtsverletzungen der Hongkonger Polizei akut bedroht. Ich möchte Ihnen dieses Bild hier zeigen. Das ist die taktische Polizeieinheit von Hongkong und Sie werden bemerken, dass es keine Hongkonger Flagge gibt, die dort weht. Jane Russell, der Journalist, dem ist das aufgefallen und er hat gesagt, jetzt ist klar, dass hier direkt die chinesische Regierung in Hongkong agiert und die Polizei führt. Was in Hongkong passiert ist, ist das Gleiche, was man in Sri Lanka, in Bangladesch, in Pakistan, in Indien gesehen hat. Die Regierung gibt der Polizei die Macht, Missbrauch durchzuführen. Und die Regierung schaut weg, wenn die Polizei Menschenrechte verletzt. Was in Hongkong passiert, hat man in Sri Lanka gesehen, hat man in den Philippinen gesehen. Dritte Parteien haben sich das Recht an die Hand gerissen und haben friedliche Proteste unterbunden. Hongkong ist heute ein sehr gefährlicher Ort und das Leben meiner Mandanten ist bedroht. Ich möchte dieses Bild zeigen, das Kianas Vater aufgenommen hat. Das sind Setin und Jinaf während eines Protests. Das ist die Realität dieser Kinder. Hier wachsen sie auf. Und das ist dort, wo sie sein sollten. Das ist Vanessa und Kiana. Sie sind in Montreal. Und das wurde Anfang des Monats aufgenommen, dieses Bild. Was ich nun gerne tun möchte, und sagen möchte, ich möchte Herrn Snowden herzlich einladen, uns zu begleiten, zu uns zu kommen. Ich überprüfe nur gerade. Könnt ihr mich hören?
Vielen Dank. Wir haben nur sehr kurz Zeit. Also erstmal möchte ich Robert Thibault herzlich danken. Es hat nicht immer Spaß gemacht. Denn das, was er gerade gehalten hat, ist ein langer Vortrag darüber, was in der Welt schiefläuft. Und es ist sehr wichtig, das zu sagen, denn anders kann es nicht besser werden. Ich habe sehr viel nachgedacht dieses Jahr und auch als ich mein Buch geschrieben habe, darüber, wie unsere Welt momentan aussieht und wo unsere Zukunft hingeht. Ich möchte, dass ihr alle versteht, dass 2019 nicht besonders Spaß gemacht hat. Aber es war notwendig. Und ich sehe manche Lichtflecke. Und dazu gehört, dass Menschen wie ihr, wie der CCC, diese Familien in der letzten Zeit begleitet hat und die wirklich auch für mich einen Unterschied gemacht haben. Was hätte passieren können mit mir zum Beispiel? Zum Beispiel könnte ich gar nicht mehr heute mit euch sprechen oder mein Buch schreiben. Das würde nicht existieren. Das wirkt vielleicht wie eine kleine Sache, zu spenden oder zu helfen. Aber ihr habt die Zukunft dieser Familien wirklich verändert. Und wenn ich daran denke, was alles schiefläuft in der Welt, dann denke ich an die Lektionen und an das, was wir daraus lernen können. Wir haben sehr wenig Zeit hier, deswegen möchte ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich möchte eine kleine Passage aus meinem Buch vorlesen. Was macht das Leben lebenswert? Es ist mehr, als wir sagen können oder was wir tun können. Leben ist auch das, was wir lieben und das, an was wir glauben. Für mich, was ich liebe und woran ich glaube, das ist Verbindung. Verbindung zwischen Menschen und die Technologien, die das erlauben. Das sind natürlich auch Bücher, aber Verbindung ist für meine Generation sehr viel mehr. Es ist zum Beispiel das Internet. Aber es gibt auch sehr viel, was schiefläuft im Internet. Und als ich das Internet kennengelernt habe, war das noch etwas ganz anderes. Das Internet war ein Freund, es war ein Elternteil, es war eine Gemeinschaft, ganz viele Stimmen. Und das Internet wurde besiedelt, aber es wurde nicht bestimmt von außen. Jeder war frei und konnte seinen eigenen Namen bestimmen, seine eigene Geschichte schreiben und seine Kultur festlegen. Jeder hatte eine Maske. Und diese Anonymität hat Wahrheit herausgebracht, weil es Kooperation gab und weil es nicht so kommerziell organisiert war. Klar gab es Konflikte, aber der gute Willen kam raus und die guten Gefühle kamen heraus. Und ihr werdet verstehen, warum ich sage, dass das Internet heute gar nicht mehr wiedererkennbar ist. Das war eine willentliche Entscheidung, diese Veränderungen durchzuführen. Und zwar wurden diese Veränderungen durch ein paar wenige Privilegierte durchgeführt. Aus Kommerz wurde E-Kommerz. Und als das Millennium kam, haben Firmen realisiert, dass die Leute Geld ausgeben möchten und nicht teilen möchten. Und diese Verbindung zwischen Menschen könnte monetarisiert werden. Leute wollen ihren Familien erzählen, was sie gerade machen. Und die Firmen wollten sich da in die Mitte stellen und in diesen Austauschen teilhaben und daraus Profit ziehen. Und so kam der Kapitalismus ins Internet. Und so kam das Internet, das wir heute haben, zustande. Und das kreative Internet ist zurückgegangen. Individuelle Webseiten wurden noch heruntergenommen und Leute haben nicht mehr ihre persönlichen Webseiten, sondern es gibt Facebook- oder Google-Accounts. Und wenige haben damals verstanden,
dass die Sachen, die wir im Internet teilen, uns nicht mehr gehören. Und als die Firmen nichts mehr verkaufen konnten, das uns interessiert hat, hatten sie eine neue Idee, ein neues Produkt. Und dieses Produkt sind wir. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Aktionen, unsere Wünsche, alles, was wir wissentlich oder unwissentlich ohne unsere Zustimmung an das Netz weitergeben, wird verkauft. Und das ist eine Verletzung unserer Rechte. Diese Überwachung geht weiter und sie wird auch monetär unterstützt durch Regierungen, die Erkenntnisse möchten. Und kaum eine Kommunikation war verschlüsselt. Das heißt, die Regierung konnte sich diese Informationen einfach nehmen. Und sie konnten herausfinden, was die Menschen im Internet machen. Und sie haben das niemandem erzählt. Und ich bitte euch, ich frage euch, ist dies, wie die Welt aussehen sollte? Und wie kam es dazu? Wir waren da. Wir haben zugeschaut. Und wir dachten, wir würden dieses System kontrollieren, wir würden es betreiben, wir dachten, es sei unser Internet. Aber hier sind wir jetzt in einer... Die Überwachung geht nicht so sehr um Sicherheit, es geht um Kontrolle. Und wenn ihr euch anschaut, wie die technischen und politischen Systeme heute zusammenkommen, dann sieht es so aus, als ob sie weniger beabsichtigen, uns zu beobachten, dass sie weniger uns dienen, als dass wir ihnen dienen sollen. Es ist also jetzt interessant, wir reden über den CCC, weil aus meiner Sicht ist das wie ein Hack. Und was ist Hacking? Es gibt verschiedene Definitionen natürlich. Aber meine Definition ist nicht einfach Programmieren, nicht nur Programmieren. Also wir benutzen jetzt Worte wie Biohacking. Hacking geht um neue Nutzung und der Unterschied, wie Systeme zu arbeiten, wie wir annehmen, dass Systeme arbeiten und wie sie wirklich arbeiten. Hacking bedeutet, ein System besser als diejenigen zu verstehen, die es erschaffen oder die es betreiben. Und um das Verständnis zu benutzen, um unmögliche Ergebnisse zu erzielen. Unerwartetes Verhalten. Wir denken gerne positiv über Hacks, aber was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ist eine Gesellschaft hier, die gehackt worden ist. Unser gesamtes Netzwerk, das Internet insgesamt, wird ausgebeutet. Und das ist es, worum es geht. Die Entscheidungen, die wir treffen und die Dinge, die wir tun, haben Macht. Und nichts tun, das ist eine Entscheidung. Viele von uns denken vielleicht, dass dies eine bewusste Entscheidung ist. Dass wir die Einzigen sind, die unser Schicksal bestimmen. Das ist es, wie es sein sollte, wie das System entworfen worden ist. Aber das System heute auf der anderen Seite und die Akteure verwenden sehr viel Energie darauf, euch vergessen zu lassen, dass die Sachen, die ihr tun, das Ergebnis beeinflussen. Sie sagen euch, dass ihr euch keine Sorgen machen sollt, dass es nicht so schlimm sei. Es könnte schlimmer sein. Aber ich sage euch, es könnte besser sein. Und jedes Mal, wenn wir diese Worte hören, das ist es, was wir sagen müssen. Jedes System in der Geschichte, selbst die mächtigsten Systeme, sind dem Wandel unterworfen worden. Und jeder Hack, der gegen uns ausgeübt wird, kann auch gepatcht werden. Und noch mehr, all der Aufwand, den Leute betrieben haben, um Menschen ihre eigene Macht vergessen zu lassen. Dabei ist etwas Grundsätzliches vergessen worden. Wir können zurückhacken. Sie betreiben das System. Sie haben vielleicht jetzt gewonnen. Aber ich habe darüber nachgedacht, wir kennen alle die Geschichte. Wir sind durch dunkle Zeiten gegangen. Und ich möchte sagen, dass das Morgen unser ist. Der Wandel wird kommen. Und er wird kommen von Menschen, die aufmerksam sind, die sich kümmern.
von Leuten wie ihr, die sich die Zeit genommen haben aus ihrem Leben und das Geld aus ihrer Tasche genommen haben, um anzureisen, um hier zu sein, heute, die hier in Solidarität stehen, die reden, lernen, teilen und zeigen, dass dieses kaputte System diese Welt tatsächlich besser sein kann. Wir können sie ändern. Wir können alles verändern. Ein System, eine Regel nach der anderen. Danke. Ich habe hier keinen Ton mehr. Ich werde also, glaube ich, nicht mehr antworten können. Ed, wir haben Vanessa hier auf der anderen Bildschirmhälfte mit dir zusammen und sie ist hier live im Video aus Montreal. Edward Snowden, ich kann leider niemanden mehr hören. Ich werde jetzt hier den Stream einschalten, sonst bin ich ein Unbeteiligter und ich hoffe, dass Robert und Vanessa mit den Fragen und Antworten helfen können. Ed, möchtest du schnell Fragen und Antworten machen? Ah, wir haben Ed verloren. Okay. Also, Vanessa ist in Montreal und wir haben sie eingeladen, hier bei uns zu sein. Warum fangen wir nicht mit den Fragen jetzt an? Dies ist Vanessas erstes Jahr nach anderthalb Jahrzehnten in einer sehr schwierigen Umständen. Ihr kennt, wie es abläuft. Es gibt Mikrofone im Saal. Bitte stellt euch an. Fragen an Robert Thibault oder Vanessa. Und hoffentlich wird Herr Snowden auch wieder zurückkommen. Wir arbeiten daran im Hintergrund weiter. Haben wir eine Frage aus dem Internet bisher? Ja, das ist der Fall. Bitte, Signalengel, stellt eure Fragen. Glaubt ihr, dass Whistleblowing die faschistischen Regime der Vergangenheit hätten verhindern können? Oder wichtiger, ob dies in der Zukunft möglich sein könnte? Das ist eine Frage an mich, nehme ich an. Whistleblowing hat es schon immer gegeben. Und es hat auch schon immer Veränderungen mit sich gebracht. In der Geschichte gibt es da auch aufgezeichnete Fälle davon. Aber früher waren die Bedrohungen anders. Whistleblower mussten ihre Rechtsprechung verlassen und sie mussten fliehen. Und vor allem bei Edward Snowden ist die Regierung und die Europäische Union, die wissen, dass es besseren Schutz geben muss. Wir sagen aber auch, dass auch von der kommerziellen und der zivilen Seite, dass da noch etwas fehlt. Wenn Whistleblower schlimmes Verhalten von Regierungen aufdecken, wie zum Beispiel Herr Snowden das getan hat, dann ist Whistleblowing immer noch ein extrem wichtiger Teil, Transparenz zu schaffen und dass die Regierungen auch verantwortlich gemacht werden für ihr Handeln. Und da muss noch etwas passieren. Die Zivilgesellschaft muss aufstehen und von ihren Regierungen verlangen, dass Whistleblower geschützt werden, vor allem auch im Fall von Herrn Snowden. Zweitens, wir haben gesehen, dass die Snowden-Refugees von der Regierung verfolgt wurden und dass ihnen das Leben extrem schwer gemacht wurde und dass ihre Existenz in Hongkong nicht mehr gesichert war. Und dass wir sie jetzt hier in Kanada sehen dürfen,
und gleichzeitig ein Teil der Familie noch in Hongkong ist und leidet, dass die Weltmächte gesagt haben, Whistleblower dürfen nicht geschützt werden, denn das ist dann das, was mit ihnen passiert. Und ich hoffe, dass Vanessa und Kiana, die jetzt in Kanada sind, ein Beispiel geben, dass es Whistleblower gibt und dass es auch Menschen gibt, die diese Whistleblower unterstützen und dass es die geben muss. Denn nur so funktioniert Whistleblowing. Aber wir brauchen auch das demokratische System dazu, der Regierung Druck zu bieten und den Schutz von Whistleblowern zu gewährleisten. Wir haben noch weitere Fragen, aber ich möchte, dass bitte alle sitzen bleiben und ruhig bleiben. Bitte verlassen Sie nicht den Raum. Bitte bleiben Sie ruhig, sodass alle die Q&A noch mitbekommen können. Sie können auch Fragen an Vanessa stellen, denn sie hat eine Schlüsselrolle bei dem Schutz von Mr. Snowden in Hongkong gespielt. Jetzt haben wir noch eine Frage. Ja, hallo. Ich komme aus Pakistan und bin im Exil. Vielen Dank für die Rede. Ich fühle mich sehr inspiriert. Ich möchte Vanessa gerne fragen, wenn du zurückschaust, jetzt auf all das Leiden, das du durchgemacht hast, wenn du dich noch einmal entscheiden könntest, das zu tun oder nicht zu tun, was würdest du tun? Wenn ich alles, was passierte, ich würde es tun, denn letzten Endes bin ich ja sicher. Es ist mir ermöglicht worden, zu emigrieren. Und ich bitte alle Menschen weiter um unsere Unterstützung. Und ich sende beste Grüße aus Montreal. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Internet? Ja, da gibt es noch eine Frage an Vanessa. Wie geht's denn so in Montreal? Wie bist du empfangen worden? Ich bin hier sehr herzlich empfangen worden. Ich werde unterstützt. Und ihr könnt euch gerne an relevante NGOs wenden, wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet. Leider kann man die Rednerin sehr schlecht verstehen. Wir versuchen, das zu übersetzen, was wir verstehen. Vielen Dank für diese Antwort. Gibt es weitere Fragen aus dem Raum vielleicht? Winkt bitte, wenn ihr Fragen habt. Ich denke, das ist nicht der Fall. Signalengel, haben wir weitere Fragen von euch? Am Mikrofon 2. Ja, bitte stell eine Frage. Ich weiß nicht, wer das beantworten kann, aber was sorgt für die Verzögerung? Warum ist die Familie immer noch getrennt? Gibt es irgendwelche Hinweise? Die Snowden-Flüchtlinge und ihre Fälle haben tatsächlich lange Verzögerungen, zu lange Verzögerungen. Und zu diesem Zeitpunkt bearbeitet die kanadische Regierung die Fälle. Die sind komplexe Fälle. Und das ist alles, was ich eigentlich jetzt sagen kann. Wir alle möchten, dass die anderen Familie Supon
Nadika und die anderen Kinder und die ehemalige Soldat, wir möchten sie alle in Kanada sehen. Das ist die einzige und das ist die richtige Lösung für diese außergewöhnlichen Leute. Danke. Ja, wir haben Edward Snowden. Gibt es eine Frage an ihn? Dann rennt bitte ans Mikrofon, denn dies ist eure einzige Chance. Wahrscheinlich die letzte. Mikrofon 4. Was eine Ehre. Ja, vielen Dank. Meine Frage schnell. Herr Snowden, Sie sagten, wir sollten Druck ausüben und Änderungen herbeiführen. Und denken Sie, dass sich unsere eigenen Regierungen zurücksetzen sollten? Oder sollten wir Druck ausüben? Wir sollten unsere Regierung bitten, auf andere Regierungen Druck auszuüben. Also zum Beispiel Sanktionen gegen die Länder, die Mr. Thibault genannt hat. Ich denke, wir müssen gucken, wo wir am effektivsten handeln können. Es ist natürlich eine schwierige Frage für Menschen in fortgeschrittenen Demokratien. Denn man sieht, was auf der Welt passiert. Wer sieht, was in Russland, in China, im Iran, in Nordkorea passiert. Man kann natürlich einen Unterschied machen und ich denke, man sollte das auf jeden Fall tun. Und ich habe zum Beispiel auch im Internet die russische Regierung, obwohl ich hier lebe, kritisiert. Und ich denke, es ist wahrscheinlich, dass die russische Regierung mir auch zuhört. Und auch, dass die Menschen in Russland mir zuhören. Denn ich bin kein Russe. Ich spreche nicht mal Russisch. Ich kann sie nicht überzeugen. Aber man kann Menschen um sich herum überzeugen. Und man kann in seiner eigenen Gemeinschaft agieren. Und das ist auch das, worüber ich gesprochen habe, als ich vom Hacken gesprochen habe. Denn das System, unser Wahlsystem und die Art, wie das Internet gemanagt wird, das funktioniert alles auf eine bestimmte Art und Weise. Und wie sie diese Systeme tatsächlich betrieben werden, ist oft gegen uns. Und es war oft nicht klar, wie genau das passiert. Aber wenn es darum geht, wo kann man den meisten Unterschied machen, dann ist die Antwort hier, in diesem Raum. Es ist die Solidarität und der Austausch, sich gegenseitig Dinge beizubringen. Und auch wenn man etwas Neues lernt und sich in einen Bereich begibt, mit dem man noch nicht so vertraut ist, zum Beispiel in die Politik oder internationale Affären. Wir müssen uns anschauen, wie funktioniert die Welt heutzutage. Nicht wie wir denken, wie sie funktioniert, sondern wir müssen messen, wie sie funktioniert und wer sie verwendet. Und schauen, wo sind die beeinflussbaren Faktoren. Und wir müssen die Mittel, die wir haben, nutzen. Und wir müssen an die technischen Systeme herangehen. Und wir haben auch einen Einfluss darauf, auch wenn wir das vielleicht nicht denken. Und sie können Schutz bieten für Menschen in Russland oder in China, solchen Schutz, wie ihr ihn in Deutschland genießt. Und wenn wir dafür sorgen, wenn wir Zugeständnisse machen an die Regierung, an Mächte und an Institutionen, dann müssen wir darüber nachdenken, wie sie verwendet werden. Denn je mehr Regeln es gibt und je komplexer Systeme sind, desto mehr Mittel gibt es, um sie gegen uns zu verwenden. Und wir müssen diese Systeme für die morgige Welt definieren. Und damit können wir heute anfangen. Und wenn ich vielleicht noch eine Sache hinzufügen könnte,
Vielen Dank an euch alle für eure Geduld. Und ich werde jetzt bald den Mund halten und zurückgeben an Robert. Aber alle Fragen hier, wie kann ich einen Unterschied machen? Das ist alles sehr, sehr gut und sehr abstrakt. Ja, noch einmal, seid opportunistisch. Schaut, wo ihr eine Veränderung herbeiführen könnt. Im Fall dieser Familien sind wir fast über die Ziellinien. Wir haben Jahre gekämpft und wir sind dabei zu gewinnen. Wir können es mit eurer Hilfe tun. Also, wenn ihr sie unterstützen könnt, tut es da. Tut das. Vielen Dank. Ich muss einen großen, großen Dank aussprechen an Sie, Robert Thibault, an Edward Snowden. Vielen Dank, dass Sie hier in unseren Stream gekommen sind und danke, Vanessa, dass Sie auch zu uns gekommen sind. Dies war ein wunderbares Ereignis und Mr. Snowden hat euch gebeten zu helfen und hier seht ihr wie. Hier seht ihr wie. Robert, möchtest du noch ein paar Worte sagen? Ja, gerne. Dies war ein langer Kampf. Im achten Jahr sind wir nun und es gibt keinen Weg, wie wir die Ziellinie erreichen könnten, ohne Spenden, ohne eure Spenden. Was immer ihr könnt, wie immer ihr helfen könnt, wenn es nur ein bisschen Geld ist, okay, wenn es mehr ist, das wird helfen. Aber es geht um Lebensmittel, Miete, Einkäufe, aber auch für Vanessa und Kerner in Montreal. Die Organisation hat die rechtliche Verpflichtung, sie finanziell zu unterstützen im ersten kompletten Jahr ihres Aufenthalts in Kanada. Und sie brauchen diese Unterstützung. Und was ich noch hier betonen möchte, das Klima war für Vanessa und Kerner ein großer Schock. Und es hat sehr viel Geld gekostet, ihnen Jacken zu kaufen. Und Herbstjacken, Schuhe, Stiefel. Es war hart teilweise für sie, aber eine Lösung liegt in den Spenden, die dafür sorgen, dass es mehr Kleidung gibt. Und ja, natürlich die Mandanten in Hongkong, Mandantinnen, sie haben fast keine humanitäre Unterstützung durch die Regierung. Also spendet bitte weiter, wir nutzen das, wir schätzen das alles sehr und vielen Dank. Ja, vielen Dank auch beim Zuhören. Mhm.